Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Der Tiger ist auch wieder am Start. Ich habe eine Anfrage bekommen, deswegen steht hier auch wieder irgendwo Werbung, ob ich euch was zeigen wollen würde. Dann komme ich doch nochmal, warum nicht? Sieht interessant aus, soweit in der Art hatte ich schon mal. Aber die Große hat sich auch einen gewünscht, weil die Kleine hat den ja gekriegt. Und jetzt hat die Große gesagt, sie möchte auch einen. Und da dachte ich mir, dann passt das ja super drin. Den kann den die Große haben. Und zwar, jetzt sind hier leider Aufkleber drauf. So Monster Truck mit Gesicht. Auch wieder mit Nebel. Gibt es in Grün und in Blau. Ich weiß jetzt nicht, welche Variante sie mir geschickt haben. Und vorne ist dann halt leider hier der Aufkleber drauf. Und hinten dann halt nochmal der Monster Truck erklärt. Und mit dem Akku und alles. Wenn der genauso cool ist wie der letzte, dass da nur Batterien reinkommen. Ja, kommen nur Batterien rein in die Fernbedienung. In den Monster Truck kommt ein Akku, der hat so eine Steckverbindung. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser gelöst mit dem Kabel, weil bei dem anderen ist zu viel Kabel über. Da musst du immer stoppen, um das irgendwie rinzukriegen. Da hoffe ich, dass das jetzt hier besser gelöst ist. Müssen wir mal gucken. Ich mache das aber mal sicherheitshalber ein bisschen höher gleich hier. Weil der ist ja auch was größer, der Monster Truck, fest. Und dann wechseln wir gleich mal in die Unboxing-Ansicht. Ich muss nur den Kater hier irgendwie beschäftigen und vielleicht was ihm, damit er uns hier nicht die ganze Zeit denn vor der Kamera rumturnt. Jetzt, meine Fernbedienung brauche ich dich, Ticker. Und schon sind wir in der Unboxing-Ansicht. Ich hoffe, ich kann die erste Hälfte vom Video nehmen, bevor wir in die Unboxing-Ansicht gewechselt sind, weil die Kamera war wieder mal auf manuellen Modus umgesprungen. Ja, der Kater ist auch hier, lässt gerade keine Ruhe. Bei uns ist nämlich alles kalt draußen, eisig. Er kann gerade nicht so wirklich auf dem Balkon. Also er konnte auf dem Balkon, ist ihm aber zu viel Schnee und zu kalt. Und dann wird er immer ein bisschen noch anhänglicher, als er sowieso schon ist. Sagen wir mal so. So. Wir haben hier die Verpackung. Sieht aus wie bei dem letzten, den wir hatten. Batterien in die Fernbedienung. Akku in den Monster Truck. Hier sieht es gut aus, dass da drin passt und dann, ja, dass da ein bisschen Lücke ist, wo wir den Kabel langlegen können. Bei dem letzten war so ein Doppelpack da drin und das war halt eng. Also da war kein extra Platz für den Kabel. Da habe ich immer echt wirklich zu tun gehabt, den Kabel darin zu kriegen. Das ist nichts für Kinder gewesen. Auf lange Sicht. Also so schon für Kinder, aber halt jetzt nicht für den Akku halt zum Wechseln. Das war nichts für Kinder. Das musste immer ich machen. Das war den Kindern zu schwer. So. Extreme Sport steht hier dran. Mal gucken. Hoppala. Und dann haben wir den Karton. Wir haben den Monster Truck. Wir haben den neongrünen Blau. Finde ich sogar cooler als in Blau. Da sah er ziemlich dunkel aus. Finde ich ganz cool von der Farbe her. Und wir haben hier, ich mache auch ein separates Video zum Zusammenbauen. Das wird jetzt erstmal nur das Unboxing. So, wir haben halt. So, machen wir das Plastik mal auch weg. So, wir haben den Monster Truck. So, um den es ja hauptsächlich geht. Wir haben eine Fernbedienung. Bisschen leicht. Ja, oben, die machen nichts. Links, rechts. Ja, der geht nur links, rechts. Hoch, runter. Musik. Ah ja, der soll ja auch Musik machen. Und hier an und aus wahrscheinlich. Hier ist denn, kommen dann die Batterien rein und da haben wir den passenden Schraubenzieher dafür. Ja, legen wir mal beiseite. So, dann haben wir hier eine Flasche, wo wir das Wasser, finde ich ein bisschen besser als bei dem anderen hier löst. Ja, können wir hier das Wasser aufnehmen und dann halt hier oben in das Loch, also aufmachen, ins Loch rein.
Das sieht auch ein bisschen fester aus als das Horn bei dem anderen. Entschuldigung, bin immer noch nicht ganz gesund. Zwei große Akkus. Und dann halt das Ladegerät, USB. Einen Wandadapter brauchen wir noch. Den haben, denke ich, viele zu Hause, so einen Wandadapter vom Handy her. Da einfach rein. Hier. Das miteinander verbunden. Hat das falsche Richtung? Nee, doch richtige Richtung. So, einmal muss er Klick machen. Das ist jetzt so zusammen. Und wenn ihr das lösen wollt, hier hinten einfach drauf drücken. Und dann könnt ihr das rausziehen. Ja, mehr ist das nicht. So, und die Anleitung haben wir natürlich auch. Und da sind drinne, wie ich mir gedacht habe, zwei 18650er Akkus. Kennen viele Dampfer vom Dampfen. Ja, genau, die sind jetzt hier auch drinne. Zwei 18650er mit 1200 mA, 7,4 Volt, 8,88 WH. So, dann könnt ihr das auch sehen. Ich mach mal die Fernbedienung jetzt hinter. So, sollte eigentlich sichtbar sein. So, das ist der ganze Umfang beim Kauf. Es sind keine Batterien für die Fernbedienung mit bei. Ich habe Gott sei Dank welche da. Das ist nur nicht das Problem. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut drunter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im Hardware-Video, wenn wir das zusammenbauen und ja, das erste Mal so ein bisschen benutzen werden. Und dann bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt.